Also das Ziel des Coachings ist ja 50-50, Leute. Nee, das Ziel ist Platin, dachte ich. Du bist jetzt ja schon Gold 2. Aber du hast ja noch die ganze Promo vor dir, ne? Also habe ich die Promo vor mir? Die Gold 1 zu Platin 4. Habe ich die Promo vor mir? Ja, vielleicht skippe ich die auch. Nee, das kannst du nicht. Ja, kann man gar nicht, stimmt. Scheiße, Mann. Ich muss erstmal wieder Volibear ein paar Mechanics wieder aktivieren. Ich weiß, die sind nicht komplex, aber hello, it's me. Boah, das sagst du, aber Volibear ist ein Season 10 Champion, der hat einige kleine versteckte Sachen. Wie du sagst, du kannst deine Animation des Es mit allen Spells verstecken, dass sie nicht gezeigt wird. Du kannst das runterholen. Du kannst über Wände queuen, wenn du in Autodeck Reichweite bist. Mit deiner Ult hast du mehr Autodeck Reichweite. Das heißt, wenn du deine Ult anhast, kannst du über mehr Wände queuen sogar. Das ist komplett wild. Teilweise. Aber für den Stun, aber ich fliege nicht über die Wand. Doch, doch, doch. Ach, er springt legit. Er geht dann über die Wand. Ich dachte, das ist nur eine versiffte Animation. Wenn der Gegner über der Wand in Ausgleich Reichweite ist, kannst du über die Wand. Zum Beispiel, wenn eine Honeyfruit spawnt bei der Botlane Wall. Kennst du diese dünne Wall, wo die Blastcone ist, Botlane? Ja. Wenn da eine Honeyfruit ist, kannst du die Vision auf die, kannst du über die Wand queuen. Also in jener Situation hat Volibear wirklich auch ein paar Mechanics. Ja, Schild ist gut. Ich bin jetzt gegen Range Champion. Du kannst auch Durans Ring gehen, aber hier würde ich auf jeden Fall Schild gehen. Dein E gibt dir auch ein Schild und du kannst damit immer für Push Prior spielen. Und was viele Leute machen, ist mit Volibear einfach im Early Game in die Lane reingehen und einfach ihr E platzieren. Also ich würde dir eigentlich empfehlen, dass du die erste Wave ein bisschen hittest, also sozusagen, dass du nicht die Ranged Creeps autotext, aber dass du deine Passive ein wenig aufbaust. Wenn du zuerst Level 2 wirst, kannst du sogar auf ihn raufrennen mit QE und der Trade ist brachial mit Grasp Q und E. Und soll ich, Also sei nicht zu passiv im Early Game gegen Ranged Champions, sie machen nicht so viel. Okay. Ich warte, erst gleich da. Ja, Maxim B! Let's bam! Er ist tot. Well played. Kannst du der Wave zurückgehen? Ja. Das war Maxim der wichtige Part. Nein, das war deine Brain Mechanic, ja. Das ist der wichtig, aber ich will es ja trotzdem erklären. Der wichtige Part war, wie du Wave gespielt hast. Dadurch, dass du nach links gelaufen bist, waren die Mage Minions nicht unterm Turm, sondern vor dem Turm. Dadurch muss er weiter nach vorne laufen. Helf ich dem? Nee, push die Wave. WMAX? Ja, WMAX. Und deswegen war er halt super gankable. Aber jetzt kommt er. Nee, er kommt nicht. Er geht zur Doppel Scattered Grab. Oh ja, da sehe ich dich. Und lauf mit hinterher, du tötest ihn. Nimm dein Cookie und weh ihn nochmal. Er hat schon Boots. Geht. Aber er kann dich nicht fighten. Aber ich würde den Ward nicht nehmen, sonst kann er dich auto-attacken. Nee, lauf einfach zur Wave. Ja. Und hitte die, weil du hast 5 Attack Speed Stacks auf deiner Passive. So, und dass ich dir jetzt sage, was wir jetzt machen, Maxim, ich hoffe, du bist aufgeregt, denn ich bin es. Ja, wir werden den nah diven. Er ist One-Shot, wenn du es gut spielst. Kannst du alleine diven. Lauf jetzt an den Rand, drück Q-Ult, okay? Q-E-Ult. Q-E-Ult? E-Ult. Seh rauf. Okay, lauf aus. Er ist 39 HP gewesen, er kann nicht bleiben. Ich sag nur, wenn Hikarim da wäre, das wäre ein Autodeck, 39 HP, dann ja, ist krass. Aber kauft er aber nochmal Refillable zumindest. So. Maxim, wollte gerade ein Pinkwort kaufen, aber daneben geklickt. Habt ihr das gesehen? Das geht auch so Staus! Kein Damage! Lauf nicht so an die Minions ran, weil du Barmys hast. Ja, das ist Genius. Ja, das kann das oh mein Gott, guck mal, wie gut ich das mache! Maxim! Alter, Wahnsinn! Guck mal, ich mache komplett absichtlich hier. Und intended! Ja, wirklich so. QE Flash? Ja, ist sehr offensichtlich, was du gerade machst. Ja. Ist so drauf. Er hat keine Ult. Keine Ult. Nee, du musst es auch wenn dann so machen, dass du nicht auf der gleichen Stelle, wenn du flashst und ultest, darfst du nicht auf der gleichen Stelle machen, wenn er noch selbst Flash und E hat. Achso, das mit der Mission der Ult. Vorsicht, helf mir, wir können es gewinnen. Also TF. Ja, der ist davor da. Ja, super. Schön von TF. Oh, let's go! Der 4. Und der Assist, wen? Oh, so gut! Oh, der Arrow kam auch noch. Also zwei globale Fähigkeiten stoßen dazu. Guck mal, wenn du nicht der Shen bist, helfen dir deine Teammates. Ja, alle. Die kommen einfach zu dir. Alle werden zu Shen, weil sie wissen, der Bär ist krass. Der Bär ist da. Und ja, ich würde sagen, Plates sind drin. Vielleicht kannst du tippieren, wenn die noch weitergehen, aber der Ward ist nicht gut. Bleib lieber hier. Oh, komm, nee. Der Nah ist mega. Nicht mehr. Okay, du kommst jedes Mal durch. Boah, hey, Maxim, jetzt die Ult. Wo kommt die? Auf die zwei Leute da oben? Da. Du bist der globale Mann, Alter! Total! Ey, wirklich, jedes Game so! Das ist insane, ey! Aber das Ding ist. Oder so ein Herald! Leute, ist das noch Gold? Maxim hat es auch in seinem Kopf geteilt, der Nah war mega, aber genau als Nah bei Maxim war, hat er ohne hinzugucken gewusst, er kann nicht mehr interrupten, weil er nicht mehr mega nah sein wird. Ey, du bist so gut auf globaler Ebene, du hast einfach die Gold-Elo gefressen. Okay, geh hier in eine Bramble West und ich würde sogar. Er geht trotzdem Mercs. Geh Mercs und Bramble West. Ich liebe Bramble West und tolles Item. Also ich liebe es nicht wirklich, aber ich meine, wenn man es kaufen kann, sollte man es tun. Was du machen kannst, Lee Sin ist tot, Nas im Base, du kannst den Boobab klauen. Ja, der spawnt gerade. Wir sterben jetzt. Nee, dein TF hat mitten den Pressure. Aber der ist da. Ja, auch wenn er da ist, Lee Sin ist gerade tot. Kannst auch erstmal einen Warp platzieren über die Wand und einfach den Boobab machen. Okay, warte mal. Mach ihn einfach schnell. Weil der TF recallt gerade. Es ist nicht wirklich riskant, aber ein bisschen. Aber der Nah weiß das. Zieh den Boobab nach oben. Und dann lauf während du den clearst nach oben schon mal. Ja, das ist und Autodeck den aber auch während das. Wo jetzt hast du allen gezeigt, wo du bist. Ja, das war nicht klug, aber ich bin ja echt. Das ist so für die Psyche. Verstehe. Nice. Geh zurück zu deinem Lane. Der Play ist zu Ende. Sicher?
Ja, ist Gold. Das ist immer ein gutes Argument tatsächlich gegen alle meine Statements. So. Aber ja. Nee, der Play. Sicher? Okay, geh hin und weiter. Ulte den Turm. Sicher? Ja, warum nicht? Der chase mich. Ja, ich weiß. Ulte trotzdem den Turm. Wenn du reingehst, musst du den Turm holen, Maxi. Nee, ich mach. Ja, sonst ist dir was zu. Scheiße! Scheiße! Oh, der geht nicht auf die andere Seite! Oh, ich bin ein dummer Bär. Okay, das war schlecht. Okay. Da war ich ein Gigamut. Leon hat den Shutdown bekommen, ist nicht das Ende der Welt. Ist aber, ich habe jetzt noch nicht mal einmal auf die Karte geguckt. Alistair hier so will vielleicht doch diven. Ich würde sagen, ja. Alistair kann tanken mit seiner Ult. Du musst es nicht machen, sondern er. Der Bär nicht der. Du nicht der Bär. Das, oh, jetzt tankst du automatisch. Nee, ich tank den. Oh, trotzdem One-Shot, das One-Shot, das One-Shot. Ah, da ist vielleicht ein TV. Guck, die Wave unten, down. Ja. Sieht gut aus, der hat auch in 10 Sekunden durch. Kann man spielen. Au! Boom! Jetzt ist eh in den Laufweg. Nice! So. Sehr schön, Top-Turm bekommen. Drachen nicht bekommen, aber lag an TF nicht an dir. Guter TP, sobald die Gegner so weit gegangen sind. Ja, ist gut. Und dann vergiss doch nicht, dass du dein E schon mal setzen kannst. Ja, komm, für den. Ultra drauf, Ultra Falle 3. Boom. Au, oh, das ist die Shockwave geholt, du bist so gut. Ah, aber war nicht das Flash. Doch, warte. Alles, kann ich hier. Wesi, du musst Flash wählen wahrscheinlich. Ja, ist gut, jetzt gehen die Laufe. Jetzt kommen die oben. Na, ja, super. Bleib die noch. Rauf da. Yes, ich. Au! Frühstück! Nice! Alter, schön. Fuck. Ja, sie will den Tod unbedingt entgegennehmen. Die Alistair Combo, wo die Best Stunt hat und der Arrow kommt geflogen, so in ihr Gesicht. Ich find's aber krass, dass Ash wirklich ready ist bei sowas. Powerman ausbauen, genau. Und jetzt Stopwatch kaufen. Perfekt. Ist so ein gutes Item. Leg's auf irgendwas, wo du es gewohnt bist. Eins. Ist das beste Item, was man kaufen kann für 650 Gold. Ist super, super strong. In so einer Spielminute würde ich es ja, absolut bestätigen. Ist super insane. Ja, ist ein Flip, also ich würde auch auf Pickering warten eigentlich. Oh. Ihr wollt's flippen, nein, nicht gut. Lieber fighten, ja. Oh, das sind die Draws. Okay. Kannst du? Ja, bist du. Aber kannst auch nicht, verschwende deinen Stopwatch nicht. Ja, okay. Was haben wir denn eh da im Poker? Ja, der ist mega. Das ist okay. Die nächste Stunt-Karte ist irgendwo so weg. Das konnte ich kippieren muss oder angreifen. Das fällt mir gerade nicht mehr. Was heißt das? Ich hab's gemacht. Ja, du bist stark. Ja, super. Ash, die Nee, du hast der Großteil davon, was du, nicht Ash. Oh ja, hilf dir. Töte die Orianna. Mach dann eh auf Orianna. Two Flash. Bisschen doof gelaufen, der Fight. Ult schon. So, aber ja, das ist halt das wirklich so schnell. Ja, nicht falsch. Er ist fast. Ja. Mega. Die Ash kann auch hier nicht draufstecken. Du dürft die Ash nicht alleine lassen. So. Ja, das ist schlecht, wenn du draufholen kannst. Oh fuck. Das ist gut aus. Ash kann hitten. Vorsicht vor Schocker, ist okay. Ich muss den Schaden so oder so gerne. Wedena, oh. Jetzt will ich nicht sehen, wenn du kannst. Will ich nicht sehen? Du musst dich heilen. Und du bist gleich tot. Da ist ganz aber, wichtig, aber dass du. Aus der Rest. Ah, echt schon tot, ne? Das ist ganz wichtig. Ja, ich hab die ganze Zeit das Problem. Bin ich ein Hardcore-Boy oder peel ich? Das Ding ist, du musst das gleiche Ziel wählen. Du hast gerade die Sinn und nah gewählt. Wenn du zweimal nah wählst, bist du einfach Full HP. Ja, okay. Oh. You know what time it is. Das kann doch nicht sein! Jetzt ist es sehr spät. Das geht nicht. Guck mal, das ist keine Ult. Trotzdem. Ich pass auf. Ja, ich halte jetzt dazwischen. Der Nah wird aber hinten noch nicht weggehalten. Oder ich werde ihn einfach weggehalten. Nein, das ist alles gut, aber ja. Wird gleich. Oh, nice, das ist doch. Jetzt die Ult. Dann Ult. Wo wird sie gesetzt, Maxim? Wo fliegt sie hin? Erstmal machen wir den hier. Und dann shut the fuck up. Shut the fuck up! Ja, eigentlich zu Nash gehen ist viel besser als jetzt zu chasen. Dann beide Teams ein Nexus kommt verloren. Natürlich. Ihr habt jetzt aber Nash, das Game ist gewonnen. Von Gaunt wird Max jetzt.
Ui, ui, wuh! Aber wie TPS habt ihr nicht, aber Burst ist da. Nice! Was hast du denn da? Du siehst es jetzt einmal. Alter, seit dem Coaching nicht mehr verloren, Leute. Ey, ist aber wirklich, Maxim, deine Landing Phase ist gut. Du lastetest immer noch ein bisschen clunky so, aber ja, mit Mana, wenn du Spells hast, im Gegensatz zu Shen, ist es leichter. Für, ja. Also für dich meine ich. Ja. Und es ist dann auch super gut, was du machst, dann wirklich. Wirklich. Also gutes Wave Management. Deine Nahe ist super gankanfällig dafür, weil du Lane so gespielt hast. Ist wirklich gut. Nice. Das Ding ist auch Marco Plays in Gold 2. Machen wir uns mal nichts vor, Twitch Chat. Die sind nicht so wirklich da, so, ne? Es ist halt Midlane und dann ist eine Menge Gefighter. Aber das ist auch ganz gut. Aber der Comp, die hier gedraftet wurde mit gerade TF Stun Cut und Ash, ist halt auch ein leichter Engage, durchaus realistisch. Und es hat auch oft funktioniert, hat auch oft nicht funktioniert, aber es hat mehr funktioniert, als dass es das nicht getan hat. Und gerade in Gold, zu sagen, hey, wir machen mit TF und Volibear ein krasses 1-3-1 mit Makro-Plays auf Sidelane. Leute, die Koordination ist einfach nicht da. Eine League ist ein Game, was an Koordination und Kommunikation eigentlich lebt. Und genau das ist ja in Solo-Queue nicht da. Und deswegen ist, glaube ich, auch hier zu Teamfighten ganz klug gewesen. Adapt to the Clown Fiesta to win. Ja, also, man muss sich halt der Meta anpassen. Und es ist natürlich richtig, League auf höchstem Niveau ist ein extrem strategisches Spiel. Aber der große Unterschied zwischen Competitive und Solo-Queue ist nicht nur die Mechanics und das Spielverständnis der Spieler, nein, es ist auch vor allem die Kommunikation der Spieler. Denn die ist sich einfach nicht gegeben so. Weil, ihr erinnert euch ans Early-Game, ne, wo ich so meinte, du kannst mit Hecarim den Nahen einfach dive. So, und wenn Maxim es Hecarim schreiben könnte oder ihm sagen könnte, der Hecarim hätte einen Autodeck machen müssen, denn er hat mit 39 HP überlebt, wenn ihr euch erinnert, an Level 6. Das heißt, es wäre auf jeden Fall einfach gewesen. Klar. Aber solche Schritte fehlen halt und es sorgt halt dafür, dass das Game dann nicht unbedingt so gespielt werden sollte, wie es gespielt werden muss. Aber, und das ist hier der Punkt, der richtig wichtige Punkt, Maxim spielt es wirklich richtig gut. Maxim hat ein Verständnis dafür, wie sein Team das Game spielen wird. Und ich würde fast, also wenn, es ist teilweise, also aus meiner Perspektive ist teilweise fast so, als würden alle paniken und dann auf der Map würde irgendwas Verrücktes passieren. Aber Maxim schätzt es sowohl mit Shen als auch mit Volibear TPs verdammt gut ein und ist dann immer zur Stelle, wenn sein Team ihn wirklich braucht. Der Botlane TP dieses Game war super. Als ich das letzte Mal gecoacht habe vor einer Woche, da war es mit den beiden Shen-Games auch richtig gut. Von daher wirklich, wirklich gut, was das angeht. Klar, ihm fehlen Mechanics, ihm fehlen ein bisschen Wave-Management-Verständnis. Dafür bin ich auch dann da, so ein bisschen zu übernehmen, wie dass er die Wave halt ein bisschen weiter links annehmen soll, bevor der Nahe die reingeforscht hat und sowas. Aber das Spielverständnis so für so die wilden Marco-Entscheidungen auf der Map ist eigentlich wirklich nice zu sehen.